So, liebe YouTuber, liebe Minecrafter, liebe Abonnenten, hier ist wieder Ned Pilgrim mit der ersten Folge seiner neuen Serie Diamanten, Redstone und Möpse. Ich befinde mich hier auf einem Bucket Survival Multiplayer Server und werde hier euch ein wenig zeigen, werde hier spielen und euch zugucken lassen, während ich hier spiele. Es ist ein kleiner Privatserver, wo ich mich normalerweise mit Freunden von mir tummel, sind so 7 Stück im Moment, und wo wir gemeinschaftlich, einzeln, je nachdem wie es gerade passt, Spaß haben. Und ihr könnt jetzt hier bei meinen Aktionen, die ich hier mache, ein wenig zugucken und hoffentlich auch ein wenig mit uns Spaß haben. Welche Plugins genau sich hier auf diesem Server verstecken, das verrate ich noch nicht, sondern ich lege jetzt einfach in medias res hier los und baue an meinen Sachen weiter. Vorher mache ich noch einen ganz kleinen Rundgang durchs Dorf mit euch vor. Und danach geht es dann direkt weiter mit dem, was ich hier eigentlich tue. Das ist nämlich so der Inhalt von dem Ganzen, was ich euch hier in dieser Serie präsentieren werde. Zum einen werde ich hier eine Art Let's Play eben machen. Ich werde Projekte bauen in dem Dorf, Sachen bauen, Möpse töten. Stirb! So ist besser. Und ja, ihr habt es gemerkt, es gibt keine Anzeige mehr, wie viel es jetzt zu den Möpsen zu mir steht. Ich werde das ein oder andere Let's Show machen. Das heißt, ihr werdet hier in diesem Dorf, es ist ein Dorf. Hier ist alles auf einem Haufen. Und ihr werdet in diesem Dorf viele, viele Dinge sehen, die euch vielleicht interessieren, die ihr vielleicht ganz interessant, toll, betrachtenswert findet. Ihr werdet es dann wahrscheinlich sagen, schreiben, tut das, kein Problem, macht es. Und ja, ich werde dann die ein oder andere Folge euch das dann auch zeigen. Und natürlich kein Privatgelände, also ich werde euch hier nicht von den Mitspielern die Häuser von innen zeigen. Das dürfen sie selbst, wenn sie wollen, wenn nicht, dann eben nicht. Und ja, das hier sind unsere sozialen Wohnbauten. Dazu ein andermal mehr. Und das hier ist mein erster Halt von meiner kleinen Durchführung, wo es schon mal vorneweg gibt. Das ist unser Rathaus mit unserem Stadtmotto Diamanten, Redstone und Möpse. Ansonsten gehe ich hier einfach mal rum und erzähle euch ein bisschen mehr über das, was ich vorhabe. Ich werde hier auf diesem Server auch Events veranstalten. Ich bin nämlich Admin und das ein oder andere Event wird dann von mir auch gefilmt werden. Das ist auch so eine Sache. Und wenn hier Dungeons gebaut werden, ja, sind hier ein paar Dungeon-Bauer dabei, mich eingeschlossen, und ich dann durch fremde Dungeons laufe, dann werde ich das natürlich auch filmen. Also ähnlich einer Adventure-Map, nur dass es eben alles hier auf dem Server ist. Und es wird, in dem Punkt muss ich euch leider enttäuschen, ein Privatserver bleiben. Das heißt, wenn ihr hier mitspielen wollt, das wird leider nicht gehen, sondern das bleibt hier unter uns. Aber ihr dürft mir natürlich gerne zugucken und gerne auch Anregungen schreiben. Vielleicht setze ich dann die ein oder andere um. Schauen wir mal, was da so hier Platz findet und ins Dorf passt. Und ja, ansonsten werde ich hier heute erstmal an meinem aktuellen Bauprojekt weiterbauen. Nämlich dort hinten, ist noch nicht ganz geladen, baue ich einen Berg. Genauer gesagt baue ich dort einen Alpenpark. Das heißt, ich modelliere diesen Berg und werde den Berg danach mit schönen Dingen, Wasserfällen, Bänken, hast du nicht gesehen, ausstatten, damit es ein schöner Berg wird, wo man quasi hier ein Naherholungsgebiet findet. Ja, also hier unsere Serverbewohner werden hier sich dann hoffentlich auf diesem dann hoffentlich schönen Berg erholen und aha. Was ist da drin los? Da hat jemand eine Pilzgrotte aus meinem Berg gemacht. Alter. Da hat jemand eine Pilzgrotte aus meinem Berg gemacht. Das gibt's ja nicht. Alles voller Pilze, sogar ein Riesenpilz. Diese Scherzkekse. Echt Scherzkekse. Naja, ist halt eine Pilzgrotte. Also ich werde, also ihr seht, dieser Berg ist hohl und ich werde den natürlich auch noch füllen mit, was anderem, außer einer Pilzgrotte. Wobei das vielleicht gar keine so schlechte Idee ist mit der Pilzgrotte. Naja, mal schauen. Also
ihr werdet hier immer mal wieder auch auf Sachen treffen, mit denen ich nichts zu tun habe und die mich dann genauso überraschen wie euch. Ja, spaßig, spaßig. So, was machen wir denn als nächstes hier? Stimmt, das ist unser Stadtwall. Der befindet sich um die ganze Stadt, um natürlich die Möpse draußen zu halten, weil die Möpse sollen uns nicht jagen, sondern wir jagen die Möpse. Und die ist hier noch, weil die Stadt vorher war und weil ich den Berg hier aufgeschüttet habe, während er eben noch draußen war. Und jetzt, wo hier alles ausgeleuchtet ist und wo hier hoffentlich, ich sag mal lieber hoffentlich, nichts mehr spawnt. Was sind die eigentlich drin? Ah, bisschen Erde, Baumaterial, okay, das ist fein. Das, ja. Ah, nee, falsch. Hier, der Stadtwall hier draußen ist ja noch gar nicht fertig. Das heißt, hier muss erst die Stadtmauer zu Ende. Also der Stadtwall, die Mauer entsteht da hinten gerade, ganz neu, ganz frisch. Ihr habt es gerade gesehen, als ich durch die Stadtmauer reingekommen bin. Ganz jungfräulich. Und doing, doing, doing. Jetzt baue ich hier erstmal diesen Wald rum, damit ich da eben auf der anderen Seite die Mauer abreißen kann. Und obwohl da war schon eine Werkbank, da muss ich hier nicht noch eine in die Gegend setzen. Ich dann den Berg seinen finalen Schliff geben kann, also ihnen die finale Form, und dann anfangen kann, hier einen Alpenpark zu gestalten. Ich habe hier übrigens auch alle Blöcke mit Hand gesetzt, das heißt, ich habe jeden einzelnen Block mit dem rechten Zeigefinger hingesetzt. Ja, kein World Edit benutzt, nichts mir irgendwie ercheatet. Alles ganz sauber, auch wenn ich Admin bin. Ich werde natürlich das ein oder andere Mal hier meine Flugfähigkeit benutzen, um euch was zu zeigen. Aber darüber hinaus werde ich natürlich möglichst, selbst wenn ich hier spiele, mich auf ordentliches Survival beschränken. So. Auf diesem Server befinden sich auch noch ein paar YouTuber, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, weil die noch... Also jetzt, in dem Moment, wo ich diese Folge drehe, noch keinen großen Bekanntschaftsgrad haben. Vielleicht wird es ja noch ein bisschen mehr im Laufe der Zeit. You never know. Also man hofft es ja meistens. die werdet ihr aber auch noch sehen und vielleicht werde ich dann mit denen, oder nicht nur vielleicht, ziemlich sicher werde ich mit denen dann Gemeinschaftsprojekte starten, wo man mal irgendwie zusammen hier was aufnimmt oder zusammen was baut oder was spielt. Also das werdet ihr sehen. Vielleicht nehmt ihr auch mal so Videos auf vom Server hier. Das weiß ich selber noch nicht so genau. Mal schauen. Ja, das ist zum einen der Dark Peep Mats. Den kennt ihr schon, mit dem hatte ich schon mal ein Let's Play Together, beziehungsweise ein Let's Show Together gemacht. Und das andere ist der Weblimby. Der hat, ja, der ist noch relativ frisch und jung. Frisch, ein Frischling, Frischfleisch, frisch YouTube Frischfleisch, also Frischwit? Das ist die Frage, wie könnte man das nennen? Egal, vielleicht fällt euch hier ein lustiger Begriff ein. Und jetzt ist mir das Holz ausgegangen. Nicht nice, aber andererseits, wenn ich jetzt hier gleich die Stadtmauer abreiße, kann ich auch hier das Holz nehmen. Aber ich brauche eine Axt. Ja, was habe ich euch noch nicht erzählt? Ah ja, genau, vielleicht ein wenig zur Struktur dieses Servers. Also, Regeltechnik, wie gesagt, das ist Survival, das ist Bucket. Es gibt ein paar Plugins, welche werdet ihr sehen. Aber es gibt zusätzlich noch hier die Überlegung, dass wir eben hier diesen Server als Dorf gestalten. Mittlerweile wächst das Dorf schon fast zu einer Stadt. Und dass wir eben alle Sachen, die uns so kommen, hier auf das Dorf bauen. Das Einzige, was wir hier nicht in Dorf nehmen und bauen und dann auch direkt ins Dorf integrieren, sind Dungeons. Weil da ist es einfach cool, wenn die irgendwo mitten in der Pampas rumstehen. Es gibt auch ein paar Außenposten. Da hinten, stimmt, da hinten geht es zu irgendeinem Außenposten. Da hat jemand einen Highway gebaut. Ach nee, ich wollte nach Hause. Einen Highway gebaut. Zu einem, ja, irgendwie Außenposten auf einem großen Schneeberg. Ja, ich liebe Technikhäuser und deswegen werdet ihr in meinem Haus viele Redstone-Finessen finden und... Oh, nice. Das hat wer umgebaut. Das war anders. Irgendwer hat die Hand angelegt. Das ist ja... Das waren Blöcke und keine Platten und außerdem hatte ich hier noch eine Säule. Da ist jemand an meinem Haus gewesen. Das ist ja spaßig. Okay. So, um auch gebaut?
Ja, Tatsache. Das wurde alles umgebaut. Krass. Spaßig, spaßig. Hm. Faszinierend. Wer war das? Komisch. Naja, egal. Egal, machen wir mal weiter. Gehen wir mal einfach in meine Schatzkammer. Boing. Und... Naja, doch, da ist die Axt. Da ist mein Endspalter. Ja, also, ihr seht, ich spiele hier auch schon eine ganze Weile. Also, ich habe hier, meine Schwerter und Hacken und so weiter haben alle Namen und sind ordentlich verzaubert und, wir haben auch schon den ein oder anderen Wither getötet. Ja, ich sage bewusst den einen oder anderen. Das geht auch ganz einfach aufgrund eines Buckets. Ihr könnt es euch wahrscheinlich jetzt schon ahnen, welches. Ich verrate es aber noch nicht. Also eines Plugins. So, ich muss mal hier ein bisschen sortieren, weil ich bin so voll. So, machen wir hier mal die ganze Kohle rein und das Eisen auch und das Gold. Meine Fresse, das war immer so viel Zeugs dabei. Echt schlimm. Was habe ich noch? Eisen kann oben rein, die Feuerrute kann da rein. Knochen brauche ich nicht, Pfeile auch nicht, habe ich genug von. Gleiches gilt für Rottenflash. Weg damit. Pilz weg damit. Samen weg damit. So, Helm. Ja, tun wir mal hier rein. Brauchen wir eigentlich nicht. Habe mir jetzt übrigens angewöhnt, alle meine wertvollen Sachen einfach in die Endertruhe zu legen. Also man kann sich noch so tolle, noch so versteckte Verstecke ausdenken. Letztendlich werden sie doch gefunden. Und in der Endertruhe ist das Wichtigste vom Wichtigen einfach sicher. Und da kommen meine wichtigen Sachen einfach rein. Fertig, aus. Und Schluss dafür. So, was haben wir hier noch? Die Erdblöcke können wir wieder mitnehmen. Genau, ich brauche Holz. Ne, genau, die Axt brauche ich, um den Zaun abzubauen. Ich brauche keinen Kies. Ja, das kann man auch mal sagen, ne? Ich brauche keinen Kies, ja. Kommt im Leben nicht so oft für mich vor, dass man sagt, ich brauche keinen Kies. Ah, herrlich. Kartoffeln, Eisenerz, Pflasterstein. Ich glaube, Pflasterstein könnte ich mal brennen. Aber im Prinzip ist das Inventar jetzt wieder ein bisschen leerer. Habe ich jetzt genau was für meinen Arbeitssack. Die ist dabei. So. Doink. So, mein Ofen. Und der soll nicht weitergeben. Ja, genau. Perfekt. Weil bei den Metallen nehme ich mir immer ganz gern die Erfahrungspunkte mit. Und ja, danach können wir dann den wieder anmachen, rausholen und dann kann er aus Auto durchlaufen. Also mir reicht ein Ofen, das kann man natürlich perfektionieren hier mit den Trichtern und so weiter, aber man legt halt hier oben eine Kiste voll und dann spielt man hier eh rum und bis man dann wieder vorbeiguckt, ist eh hier dann alles gebrannt. Also ja. Oh. Ja, genau, die Kartoffeln. Kartoffeln kann ich auch reinlegen. So. Okay, dann fehlt hier Licht. Hier fehlt Licht. Warum? Aber hier Licht fehlt. Sehr strange. Naja. Gut, dann gehen wir wieder zurück zu meinem Bergsche. Ja, also wenn euch natürlich auch hier irgendwas so auffällt an Redstone-Sachen oder an Gebäuden, ja, cool, wie baut man das denn nach oder wie macht man diese Schaltung oder was ist das genau? Fragt nach. Ich mache auf Wunsch natürlich auch Tutorials zu dem Zeug, was ihr hier seht. Ihr müsst mich einfach nur ganz lieb drum bitten. So, genau, ich mache den Zaun hier weg, damit ich ja hinten Zaun hinsetzen kann. Zaunversetzungsmaßnahme. Oder ZVM. Eine ZVM, eine Zaunversetzungsmaßnahme. Das klingt doch richtig schön bürokratisch. Ob man da auch irgendwelche Formulare für ausfüllen muss? So. Ja, an dieser Stelle dann ein ganz kurzes Hallo auch an alle Mitspieler vom Dorf. Also von diesem Dorf. Ich hoffe, dass euch das auch soweit spaßig ist, das hier mal aus dieser Perspektive zu sehen. Besonders die, die jetzt nicht ganz so häufig dabei sind, können so vielleicht mal so morgens beim Frühstück oder abends beim Abendessen einen kurzen Einblick erhalten, was hier so alles Neues gibt, was alles losgeht, abgeht und so weiter und so fort. Und falls ihr irgendwelche Anregungen habt, nehme ich die natürlich auch gerne entgegen, hier oder privat. Das ist mir dann wurscht.
Ja. Dann, genau, eine Sache wollte ich noch unbedingt loswerden in der ersten Folge meiner neuen Serie. Ich möchte nämlich ganz herzlich meiner Lebensgefährtin danken, die mir einen Rechner organisiert hat. Ja, also wirklich organisiert. Irgendwo alter Rechner von irgendwem, den sie kannte, der jemand kannte, der einen Rechner hatte, irgendwie, keine Ahnung. An dem ich jetzt tatsächlich dann eben hier wieder Videos aufnehmen kann. Also, Schatz, großes Danke. Und ja, ihr habt auch was von. Hoffe ich jedenfalls. Ich hoffe, dass ihr was von habt und euer Spaß habt. Ist so dunkel hier. Naja, das wird sich gleich ändern. Und ja, dann mache ich hier mal den Sound zu Ende. Ich werde übrigens auch logischerweise wieder Minecraft. Boing. Wieder Minecraft-Ideen zeigen. Jetzt regnet. Kann nie wahr sein. Ja, ich hatte ja noch vor Weihnachten die Überlegung und die Idee, dass ich ein Ideen-Special zu den Butt-Switches mache und eines zu den Dorfbewohnern. Das sind auch Ideen, die ich definitiv noch im Hinterkopf habe. Zu diesen Ideen ist natürlich jetzt ein neuer Plan gekommen, nämlich dass ich auch ein Ideen-Special zu einem der geilsten Items aller Zeiten mache. Nämlich den Trichter. Das ist so geil, ich liebe den Trichter. Ich hab mich so ge... Ups. Ich bin noch im Flugmodus. Lol. Flix! Ja, genau. Flix. Flix fliegt man. Au. geil. Ja, ich hab irgendwie vorhin was gedreht. So eine Kurzübersicht fürs Intro. Ob ich die nehme, weiß ich jetzt noch nicht. Aber ich hab sie gedreht. Ja, das ist eine Sache, der Trichter, echt, 1.5 war für mich eins der geilsten Updates überhaupt, das ist so geil, was da alles jetzt baubar ist an Maschinchen, ich find's echt cool, und natürlich werde ich dann dementsprechend auch irgendwann über den Trichter ein Minecraft-Ideen-Special drehen. So, ich habe viel erzählt und ein paar Vorgeschmäcke habt ihr auch bekommen, viel ist gar nicht mehr da von der Folge, aber... Nichtsdestotrotz hoffe ich, es hat euch gefallen. Es wird hier natürlich ganz, ganz unterschiedlich werden. Also nicht so wie beim Baumhaus, wo ich einfach ja Stück für Stück von vorne aufbaue, weil hier ist ja schon einiges aufgebaut. Das heißt, hier ist im Prinzip jede Folge, also nicht jede Folge, aber wenn ich mal eine Weile an was gearbeitet habe und das fertig ist, kommt danach eben was ganz Neues, was ganz anderes. Und ja, das wird so ein bisschen Abwechslung sorgen. Ihr könnt, wie gesagt, auch Vorschläge machen, was hier noch ins Dorf passen könnte. Und, oder eben, was ich euch zeige. Vergesst das nicht, schreibt sowas dann bitte in die Kommentare. Hier, das sollst du zeigen, oder das bitteschön, oder hier, das könnte man doch mal bauen. Ich freue mich über jedes Feedback, egal ob positiv oder negativ. Wenn es negativ ist, natürlich gerne konstruktiv. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn nicht, gebt mir einen Daumen runter und sagt mir, warum nicht. Und wenn ihr noch mehr wollt, egal ob jetzt an Ideen oder an Let's Plays, dann schreibt mir doch. Nee, Quatsch, dann gebt mir doch einfach ein Abo. Dann werdet ihr auch immer direkt informiert, wenn ich was hochlade. So, boing, boing, boing. Und damit ist der Zaun alle schon wieder. Nein, ich habe noch vier. Und in diesem Sinne würde ich sagen, beende ich das jetzt Ganze mal und ich werde auch nicht zwingend immer alles zeigen, was ich hier mache. Das heißt, ich werde jetzt diesen Zaun einfach ohne euch weiterbauen, damit ich in der nächsten Folge mich ganz diesen Berg widmen kann. Also, in diesem Sinne, macht's gut, ich wünsche euch was. Tschüss!